euch trotzdem. Vielen Dank. Man hat mir erzählt, dass alle Menschen Egoisten seien. Ihr habt mich vom Gegenteil überzeugt. Es gibt schon einige Egoisten unter den Menschen. Aha, bei den Elfen gibt es da etwa keine Egoisten. Nur wenige. Ja, weil es nur wenige Elfen gibt. Das reicht jetzt. Sie meinen das nicht in Ernst. Sie machen nur Spaß. Wirklich? Ja, das machen die beiden ständig. Sehr interessant. Kein Wunder, dass euch der älteste Enchanter den Schlüssel gegeben hat. Er ist viel wert, oder? So viel wie das Leben von... Die Strömung. Ich glaube nicht, dass das Geisterschiff die Strömung verändert hat. Auf, wir müssen sie retten. Nur die Ruhe, das sind Nixen, die werden nicht ertrinken. Lasst uns losgehen und nach dem Lufia-Schwert suchen. Okay. Ah, das Schiff kann ich das Menü nicht aufrufen. Kapsel! Nicht nochmal. Bis 41. Ups, nein, halt. 30, 42, ja. Ja, da darf ich wieder mitkämpfen. Okay. Wenn wir das geklärt hätten. Fenstuhl nehme ich. Mal den hier. Wo komme ich denn hier hin? Da ist noch ein Strudel. Unterwassertempel, das scheint richtig zu sein. Oh hi. Seid ihr in Ordnung? Ja, es scheint so, die Strömung hat uns direkt hierher gebracht. Ich bin wirklich froh, dass wir alle wohl auf sind. Freut euch nicht zu früh. Was meinst du damit? Fühlst du es denn nicht, Sedan? Konzentrier dich, Sedan. Hier ist diese Energie. Energie ist böse. Ja, hier muss einer der Höllenfürsten sein. Königin, wir müssen jetzt gehen. Wir werden den Ausgang suchen. Seid vorsichtig, ich kann etwas Gefährliches fühlen. Dann sollten wir uns beeilen und den Ausgang finden. Dieses Gebäude könnte es sein. Auf geht's. Oh, shit. Oh nein! Nur wenige Auserwählte dürfen herantreten. Ihr scheint nicht dazu zu gehören. Wer bist du? Wenn du es wissen möchtest, dann komm. Doch mach dich auf dein Ende gefasst. Warum hast du meinen Nixon das angetan? Ich werde dir nie verzeihen. Nein, geh da nicht hin. Vorsicht. Narkose. Mutter, es geht ihr gut, sie schläft nur. Bist du sicher? Ja, sucht nach dem Ausgang und macht, dass ihr verschwindet. Was ist mit euch? Wir werden reingehen. Ich dachte nur, Auserwählte dürften. Wir sind die Auserwählten. Wir sind in der Lage, die Höllenfürsten zu besiegen. Ihr habt die Kraft, um die Höllenfürsten zu besiegen? Wurde euch die Kraft von Überwesen verliehen? Das Leben wurde von den Überwesen erschaffen. Doch, dann müssen sie auch das Böse erschaffen haben. Ja, das könnte stimmen. Warum wurde uns solche Kräfte in die Wiege gelegt? Das werden wir noch früh genug feststellen. Ja. Ich fühle die Strömung, also kann der Ausgang nicht weit sein. Sie schläft. Ja, okay. Ich glaube, hier gibt es keine Monster oder sowas, also kein Sperrenrätsel. Ist eigentlich nur so ein Durchgangstempel. Wenn ich jetzt richtig in Erinnerung habe. Das Lufia-Schwert. Ist dies das Lufia-Schwert? Was ist das für ein Geräusch? Das Schwert singt. Es ist verstummt. Der Gesang galt nicht mehr. Dani. Es ist.
Arik hatte recht. Es gibt tatsächlich einen Sterblichen, der das Schwert, erklingt. Lassen kann. Niemals, du. Wie ist dein Name? Ja. Ich bin Dauers, Meister des Terrors und Herr der Qualen. Ich bin der Fürst der Höllenfürsten. Der Anführer der Höllenfürsten. Wahrlich, das bin ich. Warum willst du die Welt zerstören? Warum vernichtest du ohne Grund? Das Schwert ist der Grund. Wie meinst du das? Das Lufia-Schwert wurde in der Hölle geschmiedet und nun hat es begonnen zu singen. Was hast du bedeuten? Es bedeutet, dass ein Sterblicher existiert, der die Macht hat, uns zu bekämpfen. Er steht vor dir. Die Starken werden die Welt beherrschen. Wir, die Menschen, sind stark. Na, mit dieser von deinesgleichen geschaffenen Waffe werde ich dich bezwingen. Das Lufia-Schwert ist verschwunden, doch warum? Ha, 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 du bist das Schwert nicht würdig, Sterblicher. Nein. Ohne das Schwert bist du ein Nix. Du wirst unsere höllische Herrschaft dulden müssen. Was passiert? Ist das wirklich Shanda? Ich glaube, daraus hat es sie hergewerbt. Warum nur? Ja, super. Wieso was hast du? Da seid ihr ja wieder. Habt ihr das Land der Nixen gefunden? Ja. Es wird dunkel. Dort schaut nach oben. Eine schwebende Insel. Was? Oh shit. Hört mich an, Menschen der Erde. Ich bin Dauers, der Meister des Terrors und Herr der Höllenfürsten. Ihr, die nur den Frieden wollt, habt den Glauben verloren. Nun erfahrt, was Terror bedeutet. Oh nein. Oh nein. Ich stand hier doch. Moment, wo ich eben angekommen bin. Da war die Stadt noch ganz. Jetzt wurde die Stadt mit einmal zerstört und wir stehen noch da, als wäre nichts passiert. Aber alle Menschen liegen auf dem Boden und denen scheint es nicht so gut zu gehen. Im schlimmsten Fall sind sie sogar tot. Aber wir leben doch. Okay. Na gut, wir haben übermenschliche Kräfte. Fähiges daran. Okay, machen wir weiter. Warum hat ihr uns bloß hierher gebracht? Das werde ich Ihnen nie verzeihen. So einfach kommt ihr mir nicht davon. Seht ihr nun, wie schwach ihr seid. Wenn du kämpfen willst, dann kämpfe mit uns. Nur Feiglinge vergreifen sich an Wehrlosen. Hahaha, du hast was zu sagen. Dann komm hier hinauf und rede mit mir. Das werde ich. Daniel, was sollen wir tun? Die Insel befindet sich am Himmel. Verflixt, können wir nichts dagegen unternehmen? Was soll ich nur tun? Ach, wir haben da nichts mehr zu sagen. Ja. Sowas ist scheiße. Oh Gott, oh Gott. Ich habe eigentlich eine Vermutung, was wir machen müssen. Ich weiß nicht, ob ich auf jeden Anfang Anhaltspunkt noch einsammeln muss, damit sich die Zähne aktiviert. Aber ich probiere es einfach mal. Und zwar Potriavia. Ich gehe jetzt erstmal. Ja, komm. Ist vollkommen okay. Erstmal heilen. Den Kampf gegen den Geisterkahn.
So. Ja, du kannst mal speichern. Kann ich gucken, wenn ich aufnehme. 31 Stunden, 33 Minuten. Wie viel ist jetzt? Ja, das sind 20, 26 Minuten mehr. Fast zwei Parts schon wieder. Das ist schon mal nicht schlecht, aber ich würde auf jeden Fall noch weiter aufnehmen. Keine Angst. Ich glaube, ich muss jetzt zu Lexis. Und mir, der muss mir jetzt mein das Schiff umbauen. Bin ich richtig? Ja. Oh, Dani, du bist sicher wegen der Todesinsel hier. Todesinsel? Ich habe gedacht, es wäre besser, dem teuflischen Ding einen Namen zu geben. Lexis, ich muss auf die Todesinsel. Ich habe keine Wahl. Das habe ich mir bereits gedacht und habe an Plänen gearbeitet, um Exion in ein Luftschiff umzubauen. Bitte? Das Schiff soll in der Luft fliegen? Nicht fliegen, fahren. Wir werden Exion an einen riesigen Ballon hängen. Aber wir brauchen einen anderen Motor. Der wird nicht ausreichen. Kannst du noch einen Motor entwickeln? Ja, aber es würde zu lange dauern. Also ist die Sache aussichtslos, oder? Nein, nicht wirklich. Es gibt eine kleine Chance. Welche? Im Norden liegt das kriegerische Königreich Taru. Ihre Technologie ist sehr weit fortgeschritten. Sie soll große Kraft für den Motor haben. Damit treiben sie ihre grausamen Panzer an. Meinst du, die geben uns einen Motor? Nein, bestimmt nicht. Gerüchte besagen, dass Taru die Welt erobern will. Schon wieder Verrückte. Wie bekommt man dann einen Motor? Wenn es auf die freundliche Art nicht funktioniert, dann. Stimmt, es wird uns nichts anderes übrig bleiben als. Als was? Hast du etwa eine Idee? Naja, wir könnten uns den Motor ausleihen, ohne Erlaubnis. Bei uns zu Hause nennt man das Diebstahl. Und wenn wir erwischt werden, wo ein Schwert ist, findet sich auch bald ein Weg. Ich weiß nicht so recht. Dieses Königreich Taru will die Welt erobern und wir kämpfen für den Frieden auf dieser Welt. Also können wir uns doch von diesem friedlichen Land einen kleinen Motor ausleihen, oder nicht? Überredet. Lexi, wie kommen wir nach Taru? Das wird bestimmt nicht ganz einfach. Also wie nun? Man sagt, es gibt einen geheimen Weg nach Taru. Waren ja Nordhöhle in Dabunia nicht noch ein weiterer Weg? Das könnte durchaus sein. Wir werden das überprüfen. Okay. Ich arbeite weiter an dem Schiff, bis ihr mit dem Motor kommt. Okay. Okay. Dann müssen wir jetzt. Wir müssen. Seht ihr, wappt uns jetzt nach Dabunia. Ja. Jetzt fahren wir mit dem Schiff. Back to Blue müsste das sein. Jetzt hau ich hier mal unter. Ich glaube, ich muss diesen Loch da. Ja, dahin kommen. Das sieht lustig aus. Moment. Okay. Scheint so, als wird das eine längere Fahrt. Na, gucken wir mal. Ja. Eigentlich müsste ich jetzt direkt in den Tempel von Dabunia. Oder die Grotte oder was das war. Aber das wäre totale Zeitverschwendung. Warum? Das werdet ihr dann sehen. Hier habe ich mich das erste Mal geärgert, dass ich diesen ganzen Weg nochmal gehen musste. Das war dann am Ende komplett umsonst. Bei denen mache ich das immer,
mal wieder, weil ich an dieser Stelle bin, auf diese Weise, in denen ich mit dem Schiff gleich reinfahre und ich bin da.